Okay, wie sieht Joyce aus? Das. Okay. Warte. Wir können. Wir machen erstmal nicht. Leon! Da ist jemand an der Tür. Nein, Leon, es ist Joyce. Die. Was macht ihr? Du musst uns helfen. Es ist Joyce. Was ist mit Joyce? Sie ist an der Tür, und wir reinkommen. Joyce ist die Chiara die ganze Zeit. Ja, nimm mal das Ding jetzt aus meinem Gesicht. Was ist bei euch los? Das. Alter. Wagner, falscher Stock. So, guten Morgen. So, kann ich jetzt wieder ins Bett? Das ist unsere Nachbarin. Das ist nicht das erste Mal, dass die das macht. Okay, du musst jetzt wirklich das Angebot von Lucy annehmen. Was für ein Angebot? Ja, das Anwaltschreiben, damit Joyce sich nicht mehr dir nähern kann und du keine Angst mehr haben musst, dass irgendwelche Nachbarn jetzt plötzlich Joyce sind, an der Tür klopfen. Das wäre so ein Anwaltschreiben, damit, also Lucys Vater ist ja Anwalt und er könnte auch die Wege leiten, dass sich Joyce Chiara nicht mehr nähern darf. Ja, mach doch. Okay, danke schön. Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Und? Was hat er gesagt? Er schickt heute noch die Strafandrohung raus. Dann sollte es kein Problem mehr sein und Joyce sollte mich in Ruhe lassen. Das ist doch richtig gut, oder? Ja, so geht doch. Ja, das ist die richtige Entscheidung. Vertrau mir. Ja. Zum Glück kein Opfer mehr sein. Danke, Leute, dass ihr mir geschrieben habt. Auch die Frage gestern, ob ich Noel, also ob ich um ihn kämpfen soll. Und ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen, die auch unterschiedliche Meinungen haben. Und ich schicke die euch am besten mal rein. Die Mehrheit meinte jetzt, dass ich unbedingt um ihn kämpfen soll. Ich meine, er ist sowieso im Theater, dann kann ich auch eigentlich gleich mit ihm reden. Hey, Noel, kannst du mir bitte einmal kurz zuhören? Ist das dein Ernst? Wirst du jetzt nie wieder mit mir reden? Weißt du eigentlich, wie scheiße du dich gerade verhältst? Noel, ist das dein Ernst? Kannst du aufhören, mir andauernd im Herz laufen? Ja, wenn du mal aufhören würdest, Carla zu glauben anstatt mir, dann kann ich aufhören, dir hinterher zu laufen. Ich glaube, was ich gesehen habe und ich habe euch beide nackt gesehen. Was? Du hast... Noel, kannst du bitte einmal nachdenken? Warum würde ich mit Leon im Theater schlafen? Sag mir, warum? Ihr habt schon mal rumgemacht? Ja, aber... Okay. Wer profitiert von diesem Ganzen, ja? Wer? Sag's mir. Ich habe keinen Job mehr. Also, ich habe noch einen Job, aber Carla hat jetzt meinen Job. Und du hast mit mir Schluss gemacht. Und wer profitiert davon? Carla! Ja. Was soll ich sagen? Ich kann nichts mehr sagen. Tut mir leid. Weißt du, was mich am meisten enttäuscht? Dass du Carla mehr glaubst als mir. Leute, ich habe, glaube ich, richtig überreagiert. Ich hätte Noel vielleicht nicht so anfahren sollen, aber in dem Moment, er glaubt mir einfach nicht. Ich weiß einfach langsam nicht mehr, was... Oh nein, bitte nicht. Heute ist echt nicht mein Tag. Lotte. Selbst der Job für die Garderobiere ist zu schwer für dich. Karl, was willst du hier? Du hast meinen Job. Du bist mein Freund. Mehr kannst du nicht von mir holen. Du hast schon alles. Oh. Sorry.
Räumst du das noch auf und bringst es mir dann nachher? Dankeschön.